Was? Willst du mich veräppeln? Oh, kein Plastik. Wie jetzt? Oh, Mist. Ich hatte davor eine Weile was gekappt. Plastik wird hergestellt. Nicht bei der Lava-Geschichte, weiter unten bei den Flüssigkeiten. Da. Und läuft denn hier auf Fließbänder nach oben, wo es gar nicht mehr gebraucht wird. Richtig. Das heißt, du setzt das Ganze jetzt einfach in die Kiste rein, dann ist gut. Zack. So, und du arbeitest dabei bitte produktiv. Gut. Okay. Ich verfolge mal ganz kurz das Plastikfließband. Nur um zu schauen, ob sich irgendjemand daran bedient, den wir dann abzwacken würden, wenn wir das Fließband zerstören. Aber nö, sehe ich nicht. Und du bist völlig sinnlos. Gib alles her. So, das Batteriefließband brauchen wir auch nicht mehr. Richtig? Ich denke schon. Genau, leg das jetzt einfach mit einem etwas schnelleren Ärmchen in eine rote Kiste. So. Gut. Mitnehmen. Du kannst weg. Ich habe wieder irgendeinen Roboter aufgehoben, aber ist egal. Das mache ich kurz alles mit der Hand, dann ist gut. Schön, wieder eine Altlast behoben. Stein. Immer den ganzen Stein hier, mach danach mein Inventar komplett vor einem anderen Stein. Und dann machen wir ein paar Landfill und machen die restlichen Seen zu. So, her damit. Nein, keine Roboter. So. Wird nicht reichen, aber ist ein Anfang. Mehr. So. 200 habe ich dann noch. Kannst weg. Du kannst mal zu einer aktiven Kiste werden. Dann haben wir die Steine auch ein bisschen zentraler. Und die Roboter haben alle was zu tun. Zack. Strom ist doch wieder in Ordnung. Ich verstehe es nicht. Was? Electric Furnace, 14 M. Achso, weil die jetzt alle wieder arbeiten. Ah. Ja, okay. Es geht wieder los. Hör auf zu arbeiten. So. Genau, wie viel? Wir haben genug Eisen, wir haben genug Kupfer, da muss nichts gemacht werden. Das heißt, jetzt sollte sich das eigentlich gleich wiederholen, sobald die Türme aufhören zu schießen. Ja. Akku für. Aufhören zu schießen, sagte ich. Akku, füll dich. Alter. Oh. Kuh. Okay. Komm, ein bisschen veräppelt vor. Er wahrscheinlich auch. Jo, Muni alle, komm mit. Brauch ein bisschen Notfallmunition. Aber das klappt super. Also die Rüstung ist toll, aber... Genau, komm her. So, jetzt bitte wieder... Türme aus. Ich hätte gerne so einen Notschalter für die Türme, dass einfach nur die Mauer ein bisschen beschädigt werden, ein paar Türme gehen kaputt, das ist okay. Aber dafür ballern nicht alle Türme. Oder so ein so Alarmstufe grün. Ne? Nicht rot und gelb mit... Also ich denke gerade an Star Trek. Gelb ist ja mit Schilden aktiv und rot ist gleich mit Waffensystem aktiv und so. Einfach nur grün. Das kann dann auch ruhig 20 Sekunden dauern, bis die Türme aktiv werden. Aber im grünen Zustand sind sie dann meinetwegen total aus. Und wenn sie dann irgendwann schießen sollen, dann müssen sie erstmal auf gelb hochgefahren werden und das dauert 10 Sekunden. Oder auf rot oder was auch immer. Damit diese ganze passive Geschichte nicht ganz so ein wichtiger... Faktor ist, so, du stänkerst hier rum.
geht sogar theoretisch. Das Wichtigste ist ja, dass ich nicht sterbe und das tue ich nicht. Also ich könnte jetzt theoretisch mit ganz viel von der Munition, die ich inzwischen ja auch gießen kann, nur durch super effektive Fabriken herstellen, könnte ich damit einfach losziehen. Sieht so ein bisschen albern aus mit der Schrotflinte dann, aber... Ich denke eher mit dieser neuen Munition, die wollte ich auch mal testen, die da... Also wenn, dann wahrscheinlich gleich eher... damit. Aber die Diamanten brauchen wir für was Wichtigeres. So, Strom, warum haben wir immer noch nicht? Was braucht denn jetzt schon wieder so viel Strom? Das hält sich alles einigermaßen. Ich... Ja, keine Ahnung. Wir haben keine neuen Solarzellen. Jetzt kommt nicht wieder so eine Todesspirale, dass wir jetzt nicht wieder genug Treibstoff haben oder so wie uns, ne? Ich hoffe mal nicht. Du, hör mal kurz auf zu arbeiten. Du bist nämlich auch recht teuer, was Strom angeht. Energy Consumption. 2 Millionen. Aber das müsstest du jetzt gerade nicht machen. Nee, taucht hier nicht auf. Gut. Ja, Akkus füllen sich wieder. Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll. Achso, genau, ich wollte euch ersetzen. Zack. Vielleicht noch von hier. Wäre es ja so rum besser und besser fürs Wasser, weil es hier am Ende nochmal ganz doll erhitzt wird. 60, 61. Ja, hat schon mal ein bisschen was geholfen. Mach hier bitte mal ein Licht hin. Genau da, wo keine Stromversorgung ist. Genau, mach da mal bitte Licht hin. 66. Also wenn die alle orange wären, dann müsste es einigermaßen hinhaben. Wie schaut es hier drüben aus? 75. Ja, da bräuchten wir auch ein paar Orangen. Ne? Wobei es ja vorhin alles 100 war. Ich weiß jetzt nicht, warum da jetzt schon wieder ein Haken ist, aber gut. Stromproblem, ja. Komm, hört auf zu schießen. Echt, ey. Du. Bau die ganz tollen. Ich bin mir jetzt echt unsicher, ob ich die bauen soll, die so einen hohen Output haben. Weil dann sind wir halt so schnell leer. Aber es schießen wenigstens alle Türme. Das ist. Zwickmühle hoch 13. Was ist mit den ganz normalen? Die, was macht ihr? Ich mache nur 300, 300, das ist gar nichts. Also wir können die schön schnell bauen. Und 17 von denen. Das waren die noch tolleren, schlechteren, ne? Die hier. Ja komm, machen wir mal viele bunte Smarties. So, so. Wenn die dann irgendwann einmal voll sind, dann haben wir hoffentlich wieder genug Puffer. Momentan krebsen wir echt zu weit unten rum. Das ist mir unheimlich. Aber ja, auch wegen Tag. Das heißt, theoretisch brauchen wir so dermaßen viele Akkus, dass der Überschuss an Stromgewinnung am Tag durch die Solarpanels reicht, um den kompletten Beschuss der Lasertürme in der Nacht auszugleichen. Das ist eine Menge. Ja. Setz die mal oben hin. Die ganzen Roboter, warum bringt die Erz nach da oben? So, damit Kupfer und so weiter eingeschmolzen werden kann. Aber warum so viel? Da sollte eigentlich kaum Verbrauch sein. Gucken wir das mal kurz an. Hier bestimmt wieder irgendwelche Kisten nicht beschränkt. Oh, Kupfer wird durchgehend verbraucht. Blaue Chips müssen nicht mehr gegossen werden.
Warum arbeitest du jetzt nicht? Du hast jetzt wirklich keinen Schwefel. Ja, das ist mir langsam sowas von egal. Weil du müsstest hier genug Schwefel bekommen. Es wird auch am Plastik liegen, aber du hast eine Kiste mit Plastik. Und das ist ein Ärmchen, das dahin zeigt. Du willst trotzdem nicht arbeiten. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ja. Okay, jetzt arbeitest du. Brauchen wir überhaupt blaue? Ja, es geht. Vor allem, das verbraucht fast keinen Strom verglichen mit da unten. Ich denke, ich werde es trotzdem kappen. Weil das hier oben ist mir echt ein bisschen zu viel. So, wofür brauchen wir noch Kupfer? Die da werden nicht mehr genutzt. Nee. Kann alles weg hier. Weg. Weg. Weil das sieht echt komisch aus, dass so viel Kupfer hier eingeschmolzen wird und das... Oh, genau. Und die Tanks sich nicht komplett füllen. Weil es ist kein Verbraucher da. Ich hätte gern so ein Liquid Terminal, wo ich gucken kann, wo alle Flüssigkeiten hingehen. Du schmeißt das da rein. Bisschen was kommt hier unten hin. Die Chance, ja, es reicht. Die hier können auch alle weg. Die ganze Fließbandgeschichte hier oben könnte weg. Aber ich denke, das wird nur ein kurzfristiges Phänomen sein. Vielleicht wegen unserer großen Auszeit, die wir da hatten mit dem Strommangel, sind die Tanks hier leer geworden. Und die müssen jetzt erstmal aufgefüllt werden. Sobald die aufgefüllt sind, dann haut das wieder alles hin. So, wo führst du hin? Du führst nach unten, nach da ganz hinten. Achso, du warst für die grünen Chips hier. Was nicht mehr da ist. Die. Genau, und Eisen auch. Eisen wird ja auch nicht mehr da. Das heißt, die ganzen Rohrdinger hier können weg. Die verwirren mich nur. Weg, weg. Ihr. Ihr wart für die Knödel zuständig, ne? Ja, das kann auch mal alles. Mach mal. So. Dann gehe ich runter und versuche möglichst schnell eine Knödelanlage zu bauen, damit ich das nicht vergesse und das irgendwie untergeht. Dafür brauche ich Schmelzöfen, also links. Akku ist halb voll, das ist okay. Nicht super, aber okay. Gib mir einen ganz normalen Schmelzofen. Eigentlich zwei, ne? Na, das machen wir schon irgendwie. Passive Kiste. Requester Kiste. Du, du, du. Ich hätte gern beide Knödel. Die Knödel fallen unter... Wo versteckt ihr euch? Da. Du und du. Und ich hoffe mal einfach, dass es so wenig Knödel sind, dass egal was hier ankommt, er das einfach nach und nach einschmelzen kann. Kriegst du Module? Du kriegst ein paar billige Speed-Module, ist okay. So, das wird verarbeitet. Wie schaut's aus mit Eisenplatten und Kupferplatten? Das wird langsam mau. Aber ich kann die einfach nicht anschalten. Nicht solange unsere Akkus nicht durchgehend voll sind. Also ja, mehr Akkus. Mehr Solarzellen. Eigentlich mehr Boiler. Bauen wir wieder 4 Boiler. Damit unsere ganzen schönen, komischen, skurrilen Anlagen, die wir inzwischen haben. Wir haben ja 3 so eine Generatorkomplexe, die alle anders funktionieren. Damit die wenigstens schön arbeiten. Ich denke, ich mache als nächstes hier jeweils einen Boiler ran. Ja. Damit die nach und nach besser sind. So. Du. Du. Oh doch. Von 75 gleich ein Sprung auf 78. Also. Naja, okay. Zwei. Was? Warum bist du jetzt schon wieder weniger? Wo ist das Ding? 76?
kann mit denen nicht arbeiten. Das kann ich zu schwer berechnen, was da jetzt genau was macht. 78. Okay, sagen wir mal 3 Punkte mehr pro Ding. Das heißt, wir haben nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 mehr Grad. Also kommen wir auf 100, wenn es komplett orange ist. Also komplett orange schafft es, 2 lilane und einen blauen zu versorgen. Also wahrscheinlich ein orangenen Steam Engine. Ja, gut. Nicht meckern, einfach akzeptieren, gut ist. Strom. Komm, steig. Ja, gut. Was wollte ich? Genau, ich wollte auf der anderen Seite auch noch die anbauen. Da und da. So, jetzt fehlt mir bestimmt wieder Rubber. Rubber und blaue Chips. Das ist echt schweineteuer, das Zeug. Aber gut. So, mit komm. Was habe ich alles gemacht, was ich diese 2 Folgen machen wollte? Ich habe das Ding benutzt. Ich habe den Electric Drill, den Dreier aufgestellt. Ich habe ihn wieder abgestellt, weil er zu viel Strom verbraucht hat, aber ich habe ihn angestellt. Und ich habe weiter am Elektrozeug rumgetüftelt. Ja, ist okay. Das heißt, für die nächsten Folgen nichts Besonderes geplant. Ein paar Boiler bauen, ein paar Akkus bauen, wobei Akkus... Solange wir es nicht schaffen, die Akkus durchgehend voll zu halten in einer Nicht-Angriffsphase, macht das auch keinen Sinn, mehr Akkus zu bauen. Aber was bringt es uns, wenn wir es gerade mal schaffen, 40% von unserem Cap zu haben? Wenn wir das Cap dann erhöhen, dann sind wir bei 30% von unserem Cap. Also, bringt nichts. Das heißt, ja, ich denke, Boiler ist wirklich die beste Idee. Ich sollte mir aber langsam Gedanken machen, was das Rubber angeht. Weil ich verballer das die ganze Zeit. Und ich denke, wir haben da nicht mehr so viel, oder? Sagt die Kiste. 737 Rubber. Dann ist vorbei. Gib mir mal... tu dich mal weg. Dich weg, dich weg. Holzkisten weg. Also ich will jetzt keine Steinmauern mehr haben. Danke. Weg, weg, weg. Weg. 33 Drills weg. Weg, 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 weg. So, und dann will ich gerne Bäume haben und dann setze ich wieder einen Wald. So, das ist der Plan für nächste Folge. Ganz lange einen Wald setzen. Und währenddessen überlege ich schön und... Philosophie ist schön, was ich denn alles noch machen will, was ich abschalte, was priorisiert werden muss und wie die nächsten Schritte sind. Ich denke, die nächsten Schritte, sobald es mit dem Strom einigermaßen hinhaut, involviert eine Menge Piu-Piu und Piu-Piu, weil ich die Rüstung einfach im Härtetest mal sehen will. Dafür müssen wir mal vorher auch die Muni haben. Aber das gucken wir dann gleich. Bis denn.